Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit dem 7. Teil meiner Guide-Serie zum Fußballmanager 2013. Heute soll es um den Kader nicht hauptsächlich der ersten Mannschaft gehen, sondern vor allen Dingen der zweiten Mannschaft und der Jugendmannschaft und was es dort vielleicht zu beachten gibt, um euch den einen oder anderen Tipp zu geben. Damit ihr eine Geschichte schon mal sehen könnt, weil ich immer gesagt habe, so unser angestrebte Mannschaftsstärke oder unser Ziel ist 1000 Punkte. Ich bin noch ein bisschen davon entfernt. 988 ist die Stärke meiner ersten Mannschaft. Da sind aber noch ein paar Spieler dabei, die noch ein wenig Entwicklungspotenzial nach oben haben. Aber naja, ihr seht, also die 1000 sind doch vermutlich irgendwann mal möglich. Um eine starke erste Mannschaft zu haben, ist es auch nützlich, eine brauchbare zweite Mannschaft zu haben. Denn dort gibt es immer wieder Spieler, die über kurz oder lang, sage ich mal, in den Kader der ersten Mannschaft nachrücken können. Ein Beispiel wäre hier der Ilvica Iliev, glaube ich, heißt der. Der ist witzigerweise als Spieler meiner zweiten Mannschaft im Kader der ersten, also der deutschen Fußballnationalmannschaft, obwohl er hier nur in meiner zweiten Mannschaft spielt, weil ich in der ersten Mannschaft mit noch besseren Stürmern besetzt bin. Grundlegend gilt für mich und meine zweite Mannschaft, dass ich üblicherweise alle Spieler rausschmeiße, die über 23 Jahren sind oder und deren Entwicklung so langsam vorangeht, dass ich nicht davon ausgehe, dass sie jemals in meiner ersten Mannschaft spielen werden. Ein Beispiel für jemanden, der zwar noch nicht 24 oder älter ist, wäre jetzt hier dieser Güven Asbay. 23 Jahre alt, 2 Sterne und eine Stärke von 55, der wird nie im Leben in meiner ersten Mannschaft spielen, also den könnte ich auch aussortieren. Grundlegend spiele ich mit der gleichen Aufstellung immer in allen Mannschaften, also in der ersten Mannschaft, der zweiten und den Jugendmannschaften, damit die Spieler auf den Positionen eingespielt sind und ich gesetzt dem Fall, dass ich längere Verletzungszeiten bei manchen Spielern auf der gleichen Position hätte, Leute in den Kader hochholen kann. Was ihr nach Möglichkeit vermeiden solltet, ist ein ganz extrem großer Kader der zweiten Mannschaft. Denn die Spieler entwickeln sich nur dann, wenn sie Spielpraxis bekommen. Jetzt ist das oft so, wie in meinem Fall, dass in der zweiten Mannschaft schon so ein paar 20, 21, 22-Jährige dabei sind, die entsprechend schon ein paar Stärkepunkte gewonnen haben. Wenn also dann einer aus der Jugend hochkommt, der sagen wir mal 18 ist und vielleicht 60, 65 Stärke hat, wird er oft nicht aufgestellt werden und sich damit nicht entwickeln. Diese Spieler solltet ihr verleihen. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verleiht die stärksten Spieler der zweiten Mannschaft. Das hat den Vorteil, dass das zum einen in jedem Fall Platz macht für junge Spieler in eurer zweiten Mannschaft, um Spielpraxis zu sammeln. Und zum zweiten hat es den Vorteil, wenn ihr starke Spieler verleiht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie selbst dann bei den anderen Teams, wohin sie eben verliehen werden, eingesetzt werden. Wenn die zum Beispiel auch im internationalen Wettbewerb spielen, was für die immer heißt oder für die Spieler heißt, mehr Spiele, schnellere Entwicklung, schnellere Erfahrungsgewinne. Kann aber auch den Nachteil haben, dass ihr einen Spieler verleiht und der dort nicht zum Einsatz kommt, wohin er verliehen wird und sich im Laufe einer Saison nahezu gar nicht verbessert. Das ist also immer so ein bisschen Glücksspiel. Deswegen habe ich es, im Moment halte ich es so, dass ich die Spieler verleihe, die ansonsten in meiner zweiten Mannschaft nicht aufgestellt würden oder nicht zu den Stärksten auf ihrer Position gehören, damit sie dann eben sich bei den anderen Vereinen verbessern. Und da ich ihnen üblicherweise, dazu kommen wir gleich noch, relativ lange Verträge als Jugendspieler gebe, um in die erste Mannschaft zu kommen, dass ich sie dann, selbst wenn sie es nicht schaffen, oft zu sehr, sehr ordentlichen Preisen verkaufen kann. Es kann also gut und gerne mal passieren, dass ich einen Spieler aus meiner Jugendmannschaft in die zweite Mannschaft hole und dann irgendwann im zweistelligen Millionenbereich verkaufe, ohne dass er je für meine erste Mannschaft gespielt hat. Weiterer Vorteil des Verleihens von Spielern ist zum einen, es gibt potenzielle Leihgebühr und die ist manchmal gar nicht so niedrig. Ich habe schon Spieler verliehen, wo der Verein wiederum Millionenbeträge bezahlt hat, nur damit die eine Saison spielen. Und der Verein, an den ihr verleiht, übernimmt üblicherweise das Gehalt des Spielers und sorgt also dafür, der Spieler kriegt Entwicklungszeit und ihr kriegt auch noch Geld dafür. In der Jugendmannschaft habt ihr, das wurde geändert gegenüber dem Zwölfer, nur noch A- und B-Jugend. Früher gab es auch noch C-Jugend und sogar D-Jugend. Aber ganz ehrlich, das war nachher so nervig, da immer alle Einstellungen zu machen und den Spielern Trainingsziele zu geben. Und dann sind sie halt oft irgendwie auf dem Weg von der D-Jugend bis in die A-Jugend. Dann sind sie doch irgendwie inaktiv geworden und haben nicht mehr gespielt und so weiter und so fort. Also ja, bin ich ganz froh, dass es jetzt nur noch A- und B-Jugend gibt.
zu Dingen wie Trainingslager und so kommen wir im Rahmen der Saisonvorbereitung im nächsten Video. Was ich euch nur mal kurz zeigen möchte, ist, wobei das mit den Verträgen machen wir zwar auch nochmal beim nächsten Mal, aber ganz grob, überall, wo dieses Ausrufezeichen steht, heißt es, der Spieler ist das letzte Jahr in der Jugend und ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihm einen Vertrag zu geben. Denkt aber bitte dran, dass Spieler grundlegend ab dem 16. Lebensjahr von jedem interessierten Verein verpflichtet werden könnten. Mir ist es einmal passiert, dass ich einen guten 16- oder 17-jährigen Spieler in der Jugendmannschaft hatte, der noch nicht im letzten Jahr seiner Jugendzeit gewesen wäre und ich ihm noch keinen Vertrag angeboten habe und plötzlich poppte das Fenster auf, keine Ahnung, AC Mailand interessiert sich für sowieso, also für meinen Jugendspieler und dann hast du nur noch die Möglichkeit zu klicken auf, ich möchte ihm schnell einen 2-Jahres-Vertrag geben, wenn du Pech hast, nimmt er das nicht an. In meinem Fall hat das bedeutet, dass dieser Jugendspieler zu dem anderen Verein gewechselt ist, ich ihn zwar zurückkaufen konnte in der Winterpause, aber 19,5 Millionen bezahlt habe. Also, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und stellt fest, ihr habt zum Beispiel einen 17-jährigen Spieler mit einer Stärke von 70, das wäre sehr, sehr gut, das ist ein sehr, sehr hoher Wert für einen Jugendspieler, dann würde ich mir eher überlegen, den schon schnell mal in die zweite Mannschaft reinzupacken, ihm aber einen Vertrag für die erste zu geben, einen Vertrag für die erste deshalb, ich kann es euch auch hier bei diesem Kevin Kolditz zeigen, 18 Jahre, Stärke 64, ist nicht unbedingt einer, den ich normalerweise verpflichten würde für meinen Kader, aber ich mache es mal, um es euch zu zeigen. Ich setze das Grundgehalt immer auf Maximum und sag immer Vertragsbeginn nächste Saison, damit er möglichst lange in der Jugend bleiben und sich entwickeln kann. Vertragsdauer setze ich immer auf 5 Jahre und ich gebe ihm den Vertrag für die erste Mannschaft. Ich habe da viel experimentiert, aber das Problem ist, wenn man weniger Vertragslaufzeit, weniger Geld gibt oder wenn man ihm nur einen Vertrag für die zweite Mannschaft anbietet, passiert es oft, dass er absagt und dann habt ihr sozusagen eine Sperre von ein paar Wochen, bis ihr ihm wieder einen neuen Vertrag anbieten könnt. Und dann gilt wieder, wenn ein anderer Verein zufällig ankommen sollte und ihm einen Vertrag angibt, dann habt ihr, glaube ich, noch nicht mal die Option zu sagen, jo, ich gebe ihm jetzt einen 2-Jahres-Vertrag und dann ist er vielleicht komplett weg. Also das ist etwas, das ich immer in diesen Settings einstelle. In dem Fall, wie gesagt, war mir der Spieler zu schwach, um ihn in die erste Mannschaft zu verpflichten. Er hat auch nur, wobei das nicht das Allerwichtigste ist, aber er hat auch nicht so extrem viele Talentsterne gehabt. Also die Sortierung, die ich normalerweise mache, ist nach Vertrag und dann gucke ich mir die Spieler an. Ganz grobe Faustregel ist, wenn ein Spieler mit 18 Jahren eine Stärke von 65 hat, dann ist er für mich interessant genug, um ihn für die erste bzw. für die zweite Mannschaft zu verpflichten. Ihr seht hier noch ein kleines, ich sortiere mal wieder nach Gesamtstärke, ihr seht hier noch so ein kleines grünes Lämpchen oder ein rotes Lämpchen. Das sind die Mentoren. Wir zeigen mal kurz, oder ich zeige das mal kurz für diesen Kim Falkenberg, den Innenverteidiger, der hat ein rotes Lämpchen. Das bedeutet, ihr habt einen Mentor aufgestellt, der dafür sorgt, dass er normalerweise ein bestimmtes Trainingsziel schneller und besser erreicht. Es sei denn, ihr habt einen falschen Mentor und der hat ein rotes Lämpchen, das heißt falscher Mentor. Ein wichtiger Punkt, den ihr einstellen könnt, sind Trainingsziele und dort nur wichtige Fähigkeiten, korrekterweise nur wichtige Fähigkeiten für diese Position anzeigen. Denn für einen Innenverteidiger zum Beispiel bringt es üblicherweise nichts großartig, Dribbling zu trainieren oder sowas, weil er nicht durch die Gegend nach vorne dribbelt und da irgendwas Kreatives tut, sondern in allermeisten Fällen halt mal hinten drin stehen soll und Dinge braucht wie Schnelligkeit, Antritt, Kopfball normalerweise, glaube ich, ist auch dabei, wobei ich es jetzt hier nicht sehe, aber egal. Also überlege ich mir, was ich davon haben möchte. Üblicherweise macht man keinen Fehler, wenn man alle von den wichtigen Fähigkeiten trainiert. Man kann hier aber in diesen automatischen Trainingsziele nur 5 Stück reinpacken. Ich habe Manndeckung reingenommen, das nehme ich mal gleich wieder raus. Und zwar, weil ich persönlich ohne Manndeckung spiele. Und das solltet ihr auch im Hinterkopf behalten, wenn ihr natürlich mit Innenverteidigern spielt, die keine aktive Manndeckung spielen sollen, macht es auch keinen Sinn, das trainieren zu lassen. Sprungkraft ist wichtig für Kopfbälle, wobei über Kopfbälle, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, passieren sowieso nicht so extrem viele Tore, also ist das nicht so mega wichtig. Ich habe das jetzt mal so ungefähr sortiert, oder ich sortiere das jetzt mal so ungefähr so, dass ich die schwächsten Fähigkeiten auf die höchste Priorität zum Trainieren setze und kann hier einstellen, bis zu welchem Wert er das entsprechende trainieren soll. Ich glaube, das bitte unter Vorbehalt, weil ich es nur vom 12er weiß und selbst da mag es selektive Wahrnehmung gewesen sein, dass Spieler in der Jugend einen Wert nur bis maximal 90 trainieren können.
Ich bin mir da, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, bei diesen Fähigkeiten hier können sie bis maximal 90 in der Jugend trainieren. Wir können mal kurz gucken, hat er irgendwo überall über 90 und straft mich damit Lügen? Nee, der hat jetzt noch nirgends über 90. So, ich habe die Trainingsziele eingestellt. Der nächste Schritt wäre, mir zu überlegen, ob er mit der ersten Mannschaft trainieren soll. Das ist ausgegraut, weil ich schon alle Plätze, Zusatzplätze, Trainingsplätze für die erste Mannschaft vergeben habe an andere, meistens bessere Spieler oder zumindest Spieler, von denen ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass sie besser sind oder sich besser entwickeln werden. Sonderbetreuung kann ich ihm auch nicht mehr geben, aber ich kann ihm halt einen Mentor geben, der idealerweise das beherrscht, was er trainieren soll. Ich habe beim letzten Mal fälschlicherweise gesagt, dass in Blau die Mentoren angezeigt werden, die das entsprechende Trainingsziel gut können und ihn da verbessern. Es ist natürlich grün. In Blau werden die Verbesserungen, glaube ich, innerhalb von einer Saison oder so angezeigt. Ihr müsst nochmal gucken, wenn ihr hier den Mentor eingestellt habt. Ich gehe mal auf Schließen, ob es tatsächlich stimmt. Ob wirklich noch das grüne Lämpchen da sind. Aus irgendeinem Grund, das ist auch ein Bug, der zieht sich jetzt, glaube ich, durch schon Jahre vom FM. Passiert es gelegentlich, dass ihr etwas einstellt, wo euch ein Mentor in grün angezeigt wird. Ihr stellt diesen Mentor für den Spieler ein und als nächstes seht ihr direkt wieder das rote Lämpchen, was bedeutet, es war doch nicht der richtige Mentor. Da dann nochmal kurz reingucken, aber in dem Fall scheint alles funktioniert zu haben und ich habe ihm jetzt einen Trainingsplan gegeben und ich habe ihm einen Mentor zugewiesen. Ihr solltet zwischendurch immer mal gucken, ob die aktuellen Mentoren auch noch stimmen. Ich habe das früher manchmal so gemacht, dass ich Mentoren zugewiesen habe, von denen ich wusste, dass sie alle Fähigkeiten, die ich bei dem anderen Spieler eingestellt habe, besitzen und beherrschen, sodass ich einen Mentor für die komplette Jugendzeit mehr oder weniger aktiv lassen kann. Im aktuellen Fußballmanager ist es aber so, dass die Mentoren, glaube ich, eine deutlich höhere Stärke brauchen, als sie es früher brauchten. Zumindest war es bei mir sonst immer so, dass ich in der zweiten Mannschaft sehr viele Spieler drin hatte, alleine um Mentoren zu haben für meine Jugendspieler. Das geht jetzt wohl nicht mehr so in der Form. Jetzt kann ich gerade gucken, hier meine hängende Spitze. Der Tobias Morgenstern hat auch einen falschen Mentor. Und auch da kann ich wieder kurz schauen, was seine Trainingsziele sind, ob ich schon welche eingestellt habe. Nein, habe ich nicht. Und ich füge alle hinzu, die ich hier habe und stelle gerade fest, Torriecher und Schusskraft, das sind zwei Dinge, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind für einen Stürmer, sind noch absolut unterentwickelt bei ihm. Das heißt, die schiebe ich in der Priorität nach oben. Fernschüsse, glaube ich, sind nicht so mega wichtig, weil in den meisten Fällen, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn man zum Beispiel mal Fernschüsse für Spieler aktiviert, schießen sie damit zwar oft aufs Tor, aber daraus resultieren relativ wenige Tore. Manchmal allerdings klatscht der Ball ab und wird dann wieder verwertet, aber das ist auch der Grund, warum ich üblicherweise Fernschüsse nicht einstelle. Torriecher Schusskraft und jetzt kann ich wieder gucken, ob ich hier einen entsprechenden Mentor hätte und ihr seht jetzt schon das, was ich eben angesprochen habe. Die komplette Liste ist schwarz, also es ist kein Mentor dabei. Ich werde es mir trotzdem noch einmal angucken. Tobias Morgenstern war der Spieler. Ob das daran lag, dass, genau das, was ich eben beschrieben habe, ihr stellt ein und stellt, oder ihr seht, dass angeblich kein Mentor da ist, klickt auf dieses rote X, geht nochmal drauf und stellt fest, oh, es gibt doch den ein oder anderen Mentor. Inan ist bei mir einer der besten Spieler, der auch, glaube ich, schon dreimal Weltfußballer des Jahres war. Dementsprechend, glaube ich, mache ich nicht viel falsch, wenn ich ihn als Mentor für diesen Spieler hier ansetze. Und bei Paul Schick, haben wir auch noch einen falschen Mentor oder einen, ich sag mal, ungünstigen Mentor. Auch da gucken wir wieder, was die wichtigsten Fähigkeiten für ihn sind. Zweikampf, Grätsche, Manndeckung lasse ich wieder aus, Antritt, Sprungkraft, Robustheit. Sortiere die wieder so, dass die schwächeren Fähigkeiten, also die er am schlechtesten beherrscht, weiter oben stehen, damit, das haben wir eben schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich einen Mentor finde, der ihm da auch weiterhelfen kann, die zu verbessern. Und naja, weil es so ein bisschen allgemein eher meine Philosophie ist, obwohl ich zugeben muss, dass ich diese Werte nachher kaum noch verändere oder gesondert trainieren lasse, weil die Stammspieler auf einer Position nachher sowieso in allen wichtigen Werten 95 und mehr haben. Aber grundlegend die Idee ist halt immer, die Lücken, die man hat, also die größten Schwächen eines Teams nach Möglichkeit auszubügeln. Das findet sich auch in meinem Kader halt wieder, wo es eben nicht dann einen 99er, aber dafür auch zwei 60er Spieler gibt, sondern zumindest in den niedrigeren Ligen gucke ich dann lieber, dass alle eine Stärke von was ich was 75 oder 80 haben, statt einen Superstar und der Rest halt Grütze. So, eingestellt, kurz geguckt, ob Bocchetti ein guter Mentor ist. Er bleibt auch ein guter Mentor, wenn ich auf das X gedrückt habe. Dann gehe ich hier wieder auf den Aufstellungsassistenten, nur um es mir mal anzugucken, wie die Mannschaft aussieht und mal so ein kleines Fazit zu ziehen, ob da sehr, sehr
talentierte Spieler dabei sind. Hatte ich schon gesagt, was bei mir so die grobe Größenordnung ist, mit 18 eine Stärke von 65 und besser, mit 16 eine Stärke von 55 und besser und mit 15 eine Stärke von 14 eine Stärke von 45 und besser. Das Ganze immer in so 5er Schritten. Ihr werdet später, korrigiert mich, wenn ihr da bessere Erfahrungen mit gehabt habt, aber die stärkeren oder stärksten Jugendspieler, die ich bisher so im Kader hatte, also im Kader der A-Jugend als noch Jugendspieler, gingen bis auf Werte hoch von knapp unter 80 später. Soweit bin ich hier noch nicht. Aber ich glaube, der höchste Wert, den ich bei einem Spieler hatte, der noch in der Jugend war, war, glaube ich, 78. Eure Erfahrungen mögen abweichen. Vielleicht hat einer von euch schon sogar einen Spieler gehabt, der 80 oder drüber gehabt hat in der Jugend. Aber wenn ihr euch überlegt, dass er mit 18 Jahren und einer Stärke von jetzt in meinem Fall halt diese 78 oder 76 in die erste Mannschaft kommt, dann könnt ihr euch vorstellen, was für ein Megastar der sehr schnell werden wird. Dazu noch am Rande halt die Info, dass bei mir in der Infrastruktur das Jugendzentrum und ich glaube, was ist Jugendtrainingsplatz oder wie das Ding da heißt, kann man ja kurz gucken, bevor ich hier was Falsches sage, in der Infrastruktur die beiden Sachen halt schon auf komplett ausgebaut sind. Das Jugendinternat ist auf Maximum und das Jugendzentrum ist auf Maximum. Das heißt, ab jetzt gibt es für meine Jugendspieler die schnellstmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten. Das soll es gewesen sein zum Thema Kader der zweiten Mannschaft und der Jugendmannschaft. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit dem Saisonübergang. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein paar Infos gegeben, die ihr vielleicht so in der Form noch nicht kanntet oder gehabt habt. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert und oder beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Teilnummer, was habe ich eben gesagt, wo sind wir gerade gewesen? 7 waren wir jetzt, ne? Dann also zu Teilnummer 8 meiner Fußballmanager 2013 Guide-Serie. Bis dahin, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.